Zu einem Dachstuhlbrand kam es am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr in Ötisheim. Das Feuer war in einem derzeit unbewohnten Haus, Ecke Goethe-Uhland-Straße, ausgebrochen. Ich bin Eigentümer seit Dezember. Mir gehört die Lackiererei da vorne und mich kennt halt die ganze Ortschaft hier. Und die haben dann bei mir angerufen, eine Nachbarin hat gesagt, dein Haus, wo du jetzt erworben hast, das steht unter Flammen. Und dann bin ich halt gleich hierher gefahren. War auch schon auf dem Weg zur Arbeit. Gott sei Dank ist keinem was passiert und fertig. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Ötisheim und Mühlacker mit 8 Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war die Situation folgendermaßen. Es kam Rauch aus dem Dachgeschoss heraus. Wir haben dann, bis die Drehleiter von Mühlacker eingetroffen ist, mit 2 Trupps im Innenangriff den Brandherd gesucht. Das war in der Zwischendecke zwischen Dachgeschoss und also um Dachbereich. In der Zwischendecke und haben dann mit einem Trupp im Innenangriff mal das Dach von innen geöffnet und dann die Drehleiter in Stellung gebracht. Als besondere Herausforderung erwiesen sich die weit unter dem Gefrierpunkt liegenden Temperaturen. Nicht nur das auf die Straße gelaufene Löschwasser musste sofort durch Mitarbeiter des Bauhofs abgestreut werden. Auch das für die Nachlöscharbeiten bereitgehaltene Löschwasser bedurfte besonderer Vorkehrungen. Das ist die Problematik, dass die Schläuche nicht eingefrieren, müssen wir immer einen Durchfluss an Wasser herstellen. Wir lernen jetzt oben im Dachbereich den Schlauch zum Fenster raus und bleiben leichter Wasserdurchfluss, dass nichts steht am Wasser. Als wahrscheinliche Brandursache vermuten die Brandermittler des Reviers Mühlacker nach einer ersten Untersuchung des Brandorts einen technischen Defekt an der Gastherme. Die Schadenshöhe, so erste Schätzungen während der Löscharbeiten, beläuft sich auf rund 40.000 Euro.